Eigentlich kann man es als eine große Familie beschreiben. Das finde ich als ganz Wichtiges von unserem Projekt hier, von dem Casa Generación. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Wert hier, der von jedem auch gelebt wird. Also ich fühle mich auch ein bisschen, als würde ich zur Familie gehören. Unsere Aufgaben, die sind total unterschiedlich, sehr abwechslungsreich und können auch, glaube ich, sehr individuell ausgeführt werden oder man kann wirklich ziemlich viel Eigenes damit reinbringen. Wo wir gut immer mit dabei sein können und helfen, unterstützen können, ist beim Tagesablauf, morgens beim Frühstück richten dabei zu sein und mit denen gemeinsam zu frühstücken, zur Schule zu bringen, einige Kinder. Nachmittags bringen wir die vielleicht zu Aktivitäten, die sie eben besuchen, wie Fußball, Basketball, Taekwondo oder wir begleiten sie zum Strand und dann hat man eben einen schönen Abend am Strand oder an der Skaterrampe. Jeder kann surfen hier, jeder. Und Skate. Das ist wirklich ein kleiner Traum. Hier sind wir jetzt also im Casa Generación. Das hier ist so der Essbereich, der Esstisch, wo am meisten gelebt wird. Dahinter ist die Küche, da ist der Ausgang und zur anderen Seite sind hier die Schlafzimmer. Ja, mir war wichtig, was mit Menschen zu machen, am liebsten auch mit Kindern zu arbeiten. Genau, und so hat sich das dann entwickelt und so wurde mir das auch vorgeschlagen und ich habe das angeguckt und irgendwie gleich gesagt, ja, das ist was, was ich wirklich spannend finde, wo ich toll finde, da reingucken zu dürfen. Das Projekt hat mich auch sofort angesprochen. Ich wollte schon immer mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dann wollte ich auch meine Grenzen überschreiten und neue, meinen Horizont erweitern und neue Werte kennenlernen oder Lebensweisen. Und deswegen habe ich mich für dieses Projekt entschieden und ich bin sehr froh darüber. Gerade ist ein großes Event, gerade wird sich vorbereitet für einen Auftritt vom Tanz, der hier heute gezeigt wird. Und dafür kriegen alle traditionelle Klamotten und wir auch. Und das heißt, wir müssen uns jetzt alle umziehen und helfen und vor allen Dingen den Mädels jetzt erstmal Zöpfe flechten. Ich möchte euch noch zeigen, wo unsere Zimmer sind. Und das hier, das ist mein Reich. Mit meinem selbstgebauten Schrank aus Bananenkisten. Das habe ich mitgebracht als Erinnerungsstücke. Das sind eigentlich fast alles Bilder, die ganz kurz vor meiner Abreise entstanden sind und die ich dann spontan in meinen Koffer gepackt habe und hier aufgehängt habe. Und hier kann man sehen, was ich gerne in meiner Freizeit mache. Ich habe meine Kamera mitgebracht und bin sehr gerne am Fotografieren. Ich will Kunstpädagogik studieren und die Arbeit mit den Kindern hat mich da nur noch bestätigt. Haben wir einen Tipp? Ich glaube, vieles hat man auch immer schon gehört. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist auch gar nicht so schwer, wie es sich am Anfang anfühlt, sich zu bewerben und hierher zu kommen. Ich hatte davor einen riesen Respekt und dachte, da werden ganz viele komplizierte Schritte auf mich zukommen. Und letzten Endes lebe ich jetzt hier seit 3 Monaten und kann das kaum fassen. Und eigentlich ist überhaupt nicht viel schrecklich Kompliziertes passiert und auf uns zugekommen. Und oder? Auch die kleinsten Herausforderungen oder die größeren, die meistert man. Das schafft man schon. Also raus aus der Komfortzone und bewirbt euch. Ja.